Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute möchte ich über die neue Map Olympus reden, was uns da erwarten wird, wie sie wahrscheinlich aufgebaut sein wird, wie sie wird sich nämlich extrem vom Kings Canyon und vom World's Edge abheben. Ob sie in Season 6 kommt, das möchte ich jetzt mal im Raum stehen lassen, aber alles deutet darauf, dass sie in Season 6 kommt. Ich habe auch ein, zwei Hinweise, die das bekräftigen, dass es so sein wird. Dann möchte ich über die zukünftige Legende in Season 6 reden. Es gibt viele Hinweise, die schon lange existieren, dass diese Legende, über die ich jetzt gleich sprechen werde, die nächste ist. Aber Respawn wollte uns wahrscheinlich ein bisschen an der Nase herumführen und uns eine andere Legende erstmal in den Kopf setzen. Da muss ich wahrscheinlich einige enttäuschen. Ich bin da auf eure Meinung gespannt. Die Legende, mit der wir es die ganze Zeit zu tun hatten, hatte einen völlig anderen Sinn, den vielleicht viele bis jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben. Das soweit zum Inhalt. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß bei den Informationen mit den Leaks. Vieles ist auch ein bisschen spekulativ, ich mag es aber so ein bisschen zu spekulieren, was kommt, was könnte kommen und so weiter. Bin natürlich wie immer auf eure Meinung gespannt. Das war es jetzt von mir. Wie immer einen Daumen da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und wie immer den Shoutout an die ca. 40%, die regelmäßig schauen, aber noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mich damit mega unterstützen. Viel Spaß jetzt bei dem Video. Ich fange einfach mal mit dem Season 5 Olympus Ingame Teaser an. Wir kennen die Questreihe, nachdem die zu Ende war, haben wir den Kopf zusammengebastelt, bauen quasi den Kopf oder basteln den Kopf an den Körper von Ashe und Ashe sagt uns hier, dass die Quest mehr oder minder vorbei ist oder beziehungsweise, dass der Pfad hier zu Ende ist und begrüßt uns auf Olympus. Und jeder, der weiß, was Olympus ist und sich mit der Story auskennt, der weiß, Olympus ist eine Himmelsstadt auf dem Heimatplaneten von Octane und von Lifeline und nennt sich Psamate, wenn ich es richtig ausspreche. Keine Ahnung. Und ich denke, dass Ashe mehrere Funktionen für diese ganze Questreihe hatte. Einmal, um uns an der Nase herumzuführen, dass sie vielleicht eine neue Legende wird. Da komme ich aber später zu. Und sollte uns aber, und das ist der Sinn meiner Meinung nach von Ashe gewesen, einfach nur eine neue Map zu teasern. Bevor ich mit dem ganzen Spaß überhaupt richtig anfange, warum denken wir oder warum können wir davon ausgehen, dass wir in Season 6 eine neue Map bekommen? Erstens, Season 0, Season 1 und Season 2. Drei Seasons sozusagen hatten wir Kings Canyon. Season 3, Season 4 und Season 5, World's Edge. Wieder drei Seasons. Die sind jetzt vorbei, so gut wie. Season 6 ist dann quasi theoretisch die siebte, wenn man die erste Season, also vor Season 1, Season 0, sind wir jetzt im siebten Zyklus, könnte man dann sagen, wenn die Season beginnt. Deswegen, wenn die quasi diesen Zeitrhythmus einhalten, bekommen wir in Season 6 eine neue Map. Was könnte noch darauf Aufschluss geben, dass wir eine neue Season bekommen? Natürlich kursiert immer noch dieser ganze Corona-Kram. Gerade in Amerika ist das eine echt finstere Sache. Alle Respawn-Mitarbeiter immer noch im Homeoffice. Deswegen haben wir bis jetzt nur ein einziges Event bekommen. Aber warum könnte es sein, dass wir bis jetzt auch nur ein Event bekommen? Respawn hat ja hart an diesen ganzen Quest-Geschichten gearbeitet, bevor dieser ganze Corona-Kram überhaupt ausgebrochen ist. Die haben sich mega Mühe gegeben. Ashe hat jetzt Olympus geteasert. Da kann Respawn schlecht zurückrudern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die im Homeoffice sich den Arsch aufreißen, dass die Olympus-Map fertigstellen, bevor Season 6 beginnt. Vielleicht wird Season 6 auch noch mal ein bisschen verschoben. Aber ich denke, das ist der Hauptgrund, warum wir alle so wenig Eventmaterial oder bis jetzt nur ein Event bekommen haben, damit die Season 6 Map fertiggestellt wird. Und deswegen könnte man sich vielleicht so ein bisschen dahinter verstecken. Oh, Corona, wir hatten erst ein Event. Übrigens, das nächste Event könnte heute zum Dienstag, zum 21. schon starten. Summer Sale Event. Ob das verknüpft ist mit einem neuen Event-Modus, kann ich aktuell nicht sagen. Ich weiß, dass es, jetzt schweife ich kurz ab, es soll wohl noch ein Event in Season 5 geben. Soll sich wohl Campfire-Modus oder Event nennen. Wie genau es funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es soll keine Heilung geben. Und ihr kennt diese Respawn-Beacon, die überall auf der Map zu finden sind, nicht die mobilen. Und genauso sieht dieses Campfire aus. Wir können uns quasi nur an diesen Campfire-Punkten heilen. Das stelle ich mir interessant und ekelhaft zugleich vor, je nachdem wie die Dinge
irgendwo aufgestellt sind. Wie auch immer, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Lassen wir uns heute Abend mal überraschen. Sollte es ein neues Event geben, wird es morgen nochmal ein Video über dieses Event wahrscheinlich geben und irgendwelchen Patchnotes, falls es da was Interessantes zu berichten gibt. Jetzt weiter zum Text Olympus. Wir haben schon eine Menge Bilder über Olympus übrigens gesehen. In Season 4, in Season 5 natürlich unbewusst. Ich gehe mal auf den Season... In Season 3 erschienen, zum Ende von Season 3, Season 4, wir haben Revenant geteasert bekommen. Und hier ist quasi gerade der Punkt, wo Revenant dieses Hochhaus hochklettert und die Eltern von, oder die Mitarbeiter von Hammond Robotics rund um Loba tötet, beziehungsweise die Eltern. Und im Hintergrund sehen wir schon Olympus, die Himmelsstadt, lauter Häuserschluchten und so weiter. Nächstes Bild. Und hier bitte ich euch, merkt euch mal bitte die Vegetation, quasi die Bäume mit diesen rosa Blüten. Könnte ein Kirschbaum sein, keine Ahnung. Typisch für Olympus, und es gibt ja dieses ominöse Apex UFO. Gehe ich gleich nochmal drauf ein, was das mit den Bäumen zu tun hat, aber ganz wichtig. Jedenfalls sehen wir auch hier im Hintergrund, logischerweise ist ja dasselbe Teaser-Trailer zu Revenant, sehen wir auch schon die Himmelsstadt. Auf was will ich hier eigentlich hinaus? Ich blende euch jetzt nochmal den Trailer so ein bisschen zusammengebastelt von Loba ein zum Start von Season 5. Auch hier wieder diese Bäume mit diesen rosa Blüten. Und hier in diesem Trailer sehen wir, wie Loba in erwachsener Form durch die Straßen von Olympus zieht. Und das gibt meiner Meinung nach spekulativ natürlich Aufschluss darauf. Wie wird die Map aufgebaut sein? Erinnert euch mal, ich habe vor kurzem über das neue Battle Royale Hyperscape gesprochen von Ubisoft. Und die Map ist auch so aufgebaut, dass wir mitten in einer Stadt voller Hochhäuser, Straßen und so weiter sind. Und ich gehe davon aus, dass Olympus uns genau das bieten wird. Hier sehen wir gerade, wie Loba einfach in irgendeinen Abgrund springt. Lauter Häuser, Häuserschluchten, enge Straßen, Kämpfe auf den Straßen und so weiter. Das soll optisch uns einfach jetzt nur mal ein bisschen darauf vorbereiten, was uns auf Olympus als Map erwarten könnte. Spekulativ jetzt tatsächlich nur von mir, meiner Meinung nach. Und wir haben auch in Season 5 schon eine Menge Screensaver gehabt. Hier zum Beispiel als Standbild hatten wir auch in dem Trailer lauter Häuser, enge Straßen. Und stellt euch jetzt einfach mal vor, wir müssten hier irgendwelche Fights bestreiten. Das könnte interessant werden. Ich bin echt mega gespannt. Ist ein absoluter Unterschied zum King's Canyon, zum World's Edge. Hier, das ist eigentlich der beste Screensaver, den man im Battle Pass freischalten kann. Hier sehen wir ganz klar im Hintergrund Olympus, die Wolkenstadt. Das Kuriose ist ja, ich habe den Screensaver so oft gesehen, ich habe aber nicht bewusst wahrgenommen, dass unter der Stadt, mitten in der Mitte, sind ja auch Wolken. Also mir war nicht bewusst, dass es eine schwebende Stadt ist. Das ist absolut interessant. Und jetzt möchte ich nochmal auf das UFO zu sprechen kommen. Ihr kennt das noch. Das erste Event in Season 5 ist gestartet. Davor gab es einen Trailer, einen Deathstream, 20-minütig Respawn. Und dort wurden uns die ganzen Patch-Notes gezeigt, Änderungen an den Legenden und so weiter. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es zum Octane kam. Und dort hat versehentlich Respawn dieses Ding eingeblendet. Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Viele denken, das könnte zu einem Event gehören. Das ist jetzt auch eher spekulativ. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es könnte tatsächlich ein Flugobjekt sein. Ein UFO in Verbindung mit Olympus. Warum Olympus? Ich zeige euch jetzt mal hier so einen kleinen Fetzen aus den Quellcodes des Spiels. Wir sehen hier diese Grünfläche von diesem Objekt. Und mitten in der Mitte sind genau diese Bäume mit diesen, ich sag einfach jetzt mal Kirschblüten, von denen ich vorhin hier schon gesprochen habe. Die beiden Sachen stehen einfach eng in Verbindung meiner Meinung nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht in Season 5 am Ende oder zum Start von Season 6, keine Ahnung, vielleicht irgendwas noch machen müssen, steigen dann auf dieses UFO und das bringt uns auf Olympus. Das ist wirklich einfach nur spekulativ von mir. Da könnt ihr euch aber auch gerne mal in den Kommentaren auslassen, was ihr denkt, wie das in Verbindung steht. Das soweit zu Olympus. Wir kommen zur Legende. Augenscheinlich sollte uns, ich blende einfach Ash hier nochmal ein, das Ende der Quest, einfach nur als kleiner Hinweis. Ich denke, dass die Quest 1 bis 9 uns an der Nase herumführen sollte. Ich glaube, dass Ash zwei Funktionen hatte. Einmal uns glauben zu lassen, dass Ash die nächste Legende ist. Meiner Meinung nach ist aber die Aufgabe von Ash gewesen, die neue Season, die neue Map zu teasern.
Folgendes. Ash hat bis heute in den Gamefiles keine Fähigkeiten. Das Einzige, was von Ash in den Gamefiles existiert, ist der Soundfile, der hier eingeblendet, das, was ich euch ganz am Anfang auch gezeigt hatte, was die da erzählt, Asche zu Asche, Welcome to Olympus und so weiter. Das ist das Einzige. Und der Talisman, der Waffentalisman von Ash, sind die einzigen Sachen, die in den Gamefiles existieren. Es gibt keine Fähigkeiten oder sonst irgendwas. Von dem Gedanken, dass Ash eine Legende wird, können wir uns gänzlich verabschieden. Ich denke, die Casual Gamer, die sich mit der Story nicht auskennen, sich mit den Leaks nicht beschäftigen, die sollten denken, Achtung, Ash, neue Legende, krass, wir basteln hier unsere eigene Legende oder die neue Legende zusammen. Erinnert euch mal an Season 3, kurz vor Season 4, tauchte dieser Bengel auf einmal auf. Alle dachten, Revenant wird die nächste Legende, was ja auch so kam. Und Respawn hat uns an der Nase herumgeführt, einfach um den Dataminern mal einen Arschtritt zu verpassen, weil sie ständig natürlich schon in der Zukunft schnüffeln und veröffentlichen, was uns in Apex erwartet. Ich lebe ja auch ein bisschen davon, so ist es ja nun nicht. Also möchte ich das jetzt nicht schlecht reden. Und deswegen denke ich, dass Ash einfach nur zwei Aufgaben hatte. Die nächste Legende, ich zeige euch ja auch nochmal abschweifend eine Liste. An die hat sich Respawn die ganze Zeit gehalten. Diese Liste existiert schon eine Weile in den Gamefiles. Ganz oben Krypto Season 3, Season 4 Revenant, Loba Season 5, Rampart Season 6. Und jetzt wird es nämlich interessant. Rampart wird mit Sicherheit die nächste Legende. Unter welchem Namen Rampart aber auch auftaucht. Denn Rampart, dachte ich, klingt männlich. Es scheint eine Frau zu sein. Ich blende euch mal folgendes Bild ein. Dieses Bild kursiert schon eine Weile im Netz, einige Wochen. Ich habe bewusst noch nicht darüber berichtet, weil mir die ganzen Informationen noch zu schwammig waren. Unter dem Namen Nova war dieses Bild eine Weile unterwegs. Jetzt kam vor kurzem auf Reddit, Twitter und so weiter, kamen einige Informationen zusammen. Unter anderem Informationen über den Storyline-Schreiber von Apex Legends und so weiter. Der hat inoffiziell die Fähigkeiten von Rampart bestätigt. Es kann aber sein, dass daran noch gebastelt wird. Und Rampart scheint eine Frau zu sein, die entweder mit bürgerlichen Namen Rampart oder Sheila heißt. Warum Sheila, komme ich gleich drauf zurück. Erinnert euch mal bitte an dieses Bild. Habe ich vor kurzem drüber berichtet, ein neuer Mod, ein Paintball-Mod oder Graffiti-Mod genannt. Und hier auf dem Bild dachte ich ursprünglich, dass hier Rampart vielleicht geteasert wird. Das ist Blisk. Blisk ist der Veranstalter der Apex Games, ein hohes Tier auch in Titanfall, einer der Predator-Legenden, bla bla bla, hin und her. Auf was will ich hinaus? Jetzt ist nämlich Folgendes aufgetaucht in diesem Paintball-Style, nämlich hier steht All Hail Sheila. Sheila ist der Name von wohl Rampart, wie es aussieht. Und in Verbindung mit diesem ganzen Graffiti-Spaß, sorry, dass ich hier ein bisschen stotternd rede, weil es echt schwierig, die richtigen Worte hier zusammenfassend zu finden. Wir erinnern uns an den Graffiti-Mod, habe ich ja drüber gesprochen. Mit diesem R, das R wird nichts anderes als Rampart bedeuten. Nur bleibt in Season 6 abzuwarten. Heißt die neue Legende Rampart, heißt sie Nova, heißt sie Sheila, heißt sie vielleicht völlig anders. Aber das sind so zusammengefasst die Sachen, die wir gefunden haben. Das R möchte ich übrigens nochmal einblenden. Das hat uns in Season 4 schon begleitet, was wir unbewusst gar nicht wussten. Hier rechts neben dem Cursor an der Flatline befindet sich schon dieses R. Und an der aktuellen Wingman möchte ich auch nochmal einblenden, habe ich extra nochmal einen Screenshot gemacht. Ganz oben an der Wingman, an der Ziel- oder an der Zielvorrichtung, dieses fette R nicht zu übersehen. Über die Fähigkeiten von Rampart, Sheila, Nova, wie auch immer, darüber werde ich jetzt nicht reden, habe ich schon mal drüber berichtet. Das soweit zu allen Sachen, die ich bis jetzt habe. Es ist mega interessant. Ich bin auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das soweit war es von mir. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Gerade der Part um Rampart war ein bisschen schwierig in Worte zu fassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends, wie gesagt, nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.